So, wo bleibt er? Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie! Kommen Sie, ja, wir haben es eilig! Litzer da drin und trinkt Tee oder was? Ah, er kommt, er kommt. Ja, kommen Sie mal ran, junger Mann. Ich habe was für dich. Jetzt kontrolliert er erstmal seine Waffe. Ja, er hat seine Waffe dabei. Das wird ihm aber nichts nutzen. Eine Bull. Komm, die brauchst du nicht mehr. So. Dann kann ich jetzt ja fliehen, wa? Oder muss ich dem Kind noch ein Geschenk da lassen? Also jetzt, schönes Präsent. Also jetzt nicht den toten Vater, das wäre gemein. So. Diesmal schicken wir Sie ans andere Mikrofilm. Ende des Landes 47. Die Zielperson ist ein Gangster namens Vinny Sinistra. Bis zu seiner Aussage im nächsten Monat ist er in einem Zeugenschutzprogramm. Ein Schmuckstück. Ach, siehst du, den Mikrofilm habe ich ganz vergessen. Dann muss ich halt noch ein bisschen suchen. In einem Schmuckstück versteckt der Mikrofilm. Da war nichts. Gehen wir doch mal in den Raum, wo er... mal gesessen hat. Aua. Wart mal auf, Junge. Oh, der guckt. Boah, ist das hell. Der Grell. Okay, in einem Schmuckstück versteckt. Huh? Achso. Was? Maisie. Tiny Mouse, Maisie. Gott, was ist das für eine? Allerdings dürfte Mr. Daniel Morris nicht der Wunschkandidat des Präsidenten gewesen sein. Oh Gott, da ist aber schon eine besoffen. Ey, guck nicht auf die Uhr. Wow. Was ist denn das? Pool? Oder was? Hat so eine interessante Form. Nee, hier wollte ich gar nicht rein. Oh, tatsächlich. Was ist das denn hier? Ach, hier könnte ich mich als FBI-Wache. Lass mich raus. Das ist ja widerlich. Oh. Was? Wer bellert? Ich war nicht im Pool. Sah nur so aus. Oh! Wir haben eine Kanone! Gar nicht wahr! Och, Mann. Och, fuck. Entschuldigung. Manno! Ich wollte mich einfach nur umsehen. Ich dachte mir, gut, den kannst du auch. Packst du in eine Sauna, fertig ist die Kiste. Und was ist? Er zieht aus Versehen seine blöde Knarre. Diese Bull hast du nicht gesehen. Oh.
Ja, komm. Seufz. Aber ansonsten ist es in diesem Haus hier recht ruhig geworden, muss ich sagen. Alles ist nur noch draußen irgendwie aktiv. Oh, kommt da jemand? Er kommt gleich, er kommt gleich. Ich weiß es. Ich weiß es. Ja, war fast dabei. Nein, es ist nix. Ich kann sagen, wieso braucht er auf einmal so lange? So, jetzt muss ich das Schmuckstück suchen. Aber dieser blöde Wächter, der mich da entdeckt hat, dem mache ich erstmal noch hier die Hölle heiß. Huch! Henry und Albert werden diese Party lieben. Wenn nicht, bringe ich sie um. Na, ist ja nett. Adrenalin. Huch! Ich wollte sie gar nicht verprügeln. Oh Mann. Och nee, komm. Nee, das. Nee. Aber ich weiß, wo der Mikrofilm ist. Hey. Och nö. 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 Also. Nö. 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 Sag einfach mal nö. Oh Mann. Okay, gut, ja. Die Frau, die da irgendjemanden umbringen will, die hat den Film. Gut zu wissen. Wenn ich Glück habe, geht sie wieder hier in dieses Badezimmer. Oh Mann, ich wollte sie betäuben. Er muss ja nicht gleich so vollkommen brutal ihr die Glatze ins Gesicht schlagen, ey, Mann. Voll mies. Na, jetzt aber ernsthaft. Jetzt wollen wir hier das Level beenden hier. Es reicht jetzt. Genug gespielt. Och ja, hier ist nichts, nee, nee. So. Und ehe ich es dann gleich wieder vergeige. Werde ich jetzt speichern. Jetzt, wo ich weiß, wo der Mikrofilm ist. Für den Fall der Fälle will ich zumindest erstmal etwas nehmen, was mich nicht ganz so auffällig macht. Die Klaviersache. So. Oh Gott, ist die hässlich.
pottenässlich. Ja, ein bisschen was zum Gucken, genau. Ach komm, ist nur eine Betäubungsspritze, keine Angst. So, ich will jetzt nur ganz kurz dafür sorgen, dachte ich mir, dass der Kerl... nicht hier ins Badezimmer geht. Wird er jetzt auch nicht mehr. So. Hey. Komm, brauchst keine Angst zu haben vor so ein bisschen Wärme. Das ist schon okay. So. Ja, dann werde ich mich erstmal verpieseln, wa? Hier ging's raus, ne? Oh. Vielleicht nicht unbedingt. Der Präsident wurde heute Morgen im Rosengarten des Weißen Hauses vereidigt. Allerdings dürfte Mr. Der Präsident wurde heute Morgen im Rosengarten des Weißen Hauses vereidigt. Allerdings dürfte Mr. Ja. Kandidat des Präsidenten gewesen sein. Genau, ich gehe lieber hier raus. Und damit ich meinen Anzug nicht bergen muss, werde ich mir den mal da wieder rausholen. Da hinten für ein Auto eigentlich. Moment. So. Macht ja eh nichts, ob ich jetzt speichere oder peng. Aber nur für den Fall dessen, ich will mal ganz kurz gucken, was das da hinten für ein Auto ist. Das sieht auch witzig aus. Oh. Das Clownomobil anscheinend. Okay. Ich hätte mich also auch als Clown verkleiden können. Nice. So. So, dann gehen wir mal wieder. Kein Bock mehr. Nice. Okay, das ging ja ganz gut. Kills insgesamt, einen abgefeuerten Schuss, echt? Ach ja, die Kamera, richtig, richtig. Gefilmt? Nein. Sehr gut, jo. Gewalt, ach, Entschuldigung. Man in Black. Wow. Toll, oder eher gesagt, Mann in Black. Schadenskontrolle minus 35, was, warum? Gemein. Ja, aber Bekanntheitsgrad nichts. Mann in Black. Man in Black schlägt zurück. Nee, schlägt zu. Winnie Slugger Sinistra getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Das La Jolla Police Department hat heute Morgen bestätigt, dass Belastungszeuge Winnie Slugger Sinistra gestern Mittag in seinem Anwesen im ruhigen Vorort Del Mar tot aufgefunden worden ist. Mr. Sinistra war Opfer bei einem gewaltsamen Zwischenfall und dem tragischen Tod von 7 Bundesagenten. Dazu der FBI-Chef: Wir werden den Killer finden. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Ja, ja, ja. Die Ermittler erklären ferner, ein Schuss wurde abgegeben. Allerdings scheint dieser sein Ziel verfehlt zu haben.
Nein, es war die Kamera und ich habe sie getroffen. Die Ermittler erklären ferner... Achso, Quatsch, Entschuldigung. Da die Zeugen keine Schüsse gehört haben, konzentrieren die Behörden ihre Ermittlungen auf einen Profikiller mit einer offenbar schallgedämpften Waffe. Die Behörden sind der Meinung, dass ein Strangulationswerkzeug für die Mehrzahl der Morde verwendet wurde, möglicherweise Klavierseite. Fünf der Opfer wurden unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Polizeiforensiker untersuchen derzeit die Todesursache. Die Entdeckung einer versteckten Leiche gibt der Polizei indes Rätsel auf. Derzeit ist noch unklar, ob diese mit dem Verbrechen in Zusammenhang steht. Die Polizei hat erklärt, dass sich die Ermittlungen aufgrund des Mangels an Zeugen äußerst schwierig gestalten. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf das Äußere des Killers, da diesen niemand gesehen zu haben scheint. Der 43-jährige Exil-Kubaner Vinny Sinistra wurde Ende der 80er Jahre wie unzählige andere Kriminelle von Castro des Landes verwiesen. Sinistra war Zeit seines Lebens in das organisierte Verbrechen verstrickt. In Miami bildete er mit Sammy Falconetti und Bobby Mazur einen der berüchtigsten Drogenringe der Stadt. In den 90er Jahren soll das Trio mehrere Tonnen Kokain mit Schnellbooten von den Bahamas in die USA geschmuggelt haben. Seit der Ermordung des Kronzeugen Louis Zukowski stand Sinistra auf der Fahndungsliste des FBI. Erst nach mehreren Monaten konnten die Behörden den Flüchtigen stellen. Wenig später wurde der geständige Sinistra in das staatliche Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Ja, das war wohl nichts. Was? FBI jagt Albino. Na sowas. Grillvorschriften werden heiß diskutiert. Ah ja. Todesfalle Spielplatz. Polizei äußert sich zur Blueberry Card. Okay. Ah, das Wetter ist jetzt auch wieder etwas besser. Aha. Presidential Election. Okay. Ja, super. Speichern, na klar, komm. Bisschen Kohle haben wir auch gekriegt. Jo, weiter. Na. Na. Aha. Wir sind aber nicht weit gekommen. Sie haben ihn also nicht erwischt. Ärgerlich. Dieser Zeuge hatte Informationen über die Ortmeier-Akten. Oder ihren Verbleib. Ortmeier-Akten? Dr. Ortmeier war der Leiter eines Klonlabors in Rumänien. Wir haben es sofort gestürmt, als wir davon erfuhren, aber wir waren nicht die Ersten. Das Labor wurde durchwühlt, alle Dateien mitgenommen und sämtliche Mitarbeiter getötet. Auch Ortmeier. Aber das war unsere geringste Sorge. Das war das erste. Wie meinen Sie das? Das erste Level, Teil 1. Später fanden wir einige Papiere. Genug, um zu beweisen, dass Dr. Ortmeier der Schöpfer von Mr. 47 war. Niemand sonst konnte je einen menschlichen Klon der Klasse 1 schaffen. Dr. Ortmeier hat quasi die Gebrauchsanleitung geschrieben. Und jemand hat sie gestohlen. Nicht irgendjemand. Wo ist die verdammte Krankenschwester? Wow. Tut mir leid. Ich bin nicht gern von anderen abhängig. Das geht schon bei den verdammten Zigarren los. Es ist... Bitte entschuldigen Sie. Könnten Sie... Natürlich. Also, wer stahl die Aufzeichnungen? Wir fanden ein Überwachungsband, auf dem deutlich zu sehen ist, wie Mr. 47 die Wachen tötet und dem armen Dr. Ortmeier das Genick bricht. 47 wollte sich also selbst klonen? Wohl eher die Aufzeichnungen meistbietend verkaufen. Was? Das hat eine Menge Leute Feuer unterm Hintern gemacht. Wir haben alles auf ihn angesetzt, was wir hatten. Oh, oh. Ist alles da drin? Wo drin? Hallo 47. Der amerikanische Innenminister soll heute bei der Mardi Gras-Parade ermordet werden. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, aber unser Klient möchte die drei Attentäter ausschalten, um den Anschlag zu verhindern. Okay, das ist nett. Der Anführer ist Mark Pereira Jr. Die anderen beiden Attentäter heißen Raymond Kolinsky und Angelina Mason. Kolinsky war früher ein Weltklasse-Biathlet. Vermutlich wird er schießen. Mason ist wohl nur als Späherin mit an Bord. Die beiden sind ein Paar und sehr labil. Sie müssen also mit einer heftigen Reaktion rechnen, wenn sie einen der beiden töten. Wir wissen nicht, wo sie sich im Moment aufhalten. Allerdings wurde ihr Honorar bereits angewiesen. Das Geld müsste sie direkt zu ihnen führen.
Im Zielgebiet wimmelt es von Zivilisten. Angesichts der Bedeutung des Attentats sind außerdem sicher Ersatzteams vor Ort. Sie müssen also noch diskreter vorgehen als üblich. Warum denn dieses? Oh. Bray ist ein Albino-Klon. Ach, das ist der Albino? Er ist überempfindlich, anpassungsfähig, entschlossen, konzentriert und normalen Menschen physisch und psychisch deutlich überlegen. Sollte etwas oder jemand seinen Auftrag gefährden, ergreift er umgehend entsprechende Maßnahmen bestimmt. Nein, Gegenmaßnahmen. Ohne sich um mögliche Konsequenzen Gedanken zu machen. Obwohl ihm menschliches Leid gänzlich fremd ist, ist auch Puray nicht frei von Gefühlen. Solange ihm diese bei der Durchführung eines perfekten Mordes nicht im Weg stehen. Alter unbekannt. Okay. Was ist das? Raymond Kolinsky. Das Pärchen unterhält einen regen Funkverkehr und scheint eine Vorliebe für sexuelle Anspielungen zu haben. Die beiden haben noch niemals versagt. Die einzigen Möglichkeiten, die beiden aufzuhalten, ist ihre Eliminierung. Da beide getrennt operieren, könnte der Überlebende im Falle der Eliminierung seines Partners allerdings die Nerven verlieren und Amok laufen. Oh, super. Noch ein Vogel. Angelina Mason. Angelina Mason verbrachte ihre Kindheit als Trapezkünstlerin bei einem Wanderzirkus. Dort wurde sie auch zur Scharfschützin und Messerwerferin ausgebildet. Nach dem Unfalltod ihrer Mutter stürzte Angelina in tiefe Selbstzweifel und geriet mehr und mehr in einen tödlichen... Na, hallo? Kreislauf aus Drogen und Prostitution. Angeblich hat Angelina einen Freier mit einer Armbrust buchstäblich hingerichtet, nachdem dieser versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Damals erkannte sie erstmals, dass sie aus ihren Fähigkeiten auch außerhalb des Zirkus Kapital schlagen konnte. Als sie wenig später Raymond kennenlernte, entwickelte sie mit diesem ihr Grashügelschema eine sichere Strategie für komplizierte Auftragsmorde. Cool. Schützen. Jimmy Kelly, den muss ich schützen. Ach, so kann ich auch durchscrollen. Oh, hätte ich das mal gewusst. Jim Kelly stammt aus Dallas, Texas. Seine ersten Dollars verdiente sich der kleine Jimmy in der Tankstelle und im Gemischtwarenladen seines Vaters. Nach seinem Abschluss an der betriebswirtschaftlichen Fakultät von Harvard machte er im Ölgeschäft Karriere, bevor er sich schließlich der Politik zuwandte, um seinen Einfluss weiter zu vergrößern. Na, sieh mal an. Der erklärte Bürgerrechtler ist ein Befürworter der Abtreibung und tritt engagiert für genmanipulierte Nahrungsmittel, das Klon und die Biotechnologie im Allgemeinen ein. Angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen beweist Jimmy in seinem neuen Wahlkreis New Orleans, derzeit Bürgernähe, indem er unzähligen Babys den Kopf tätschelt. Ach, wie süß. Fliehen sie auf die Straßen, auf der Straße im Süden der Stadt. Oh, Glückwunsch. Ah, ausrüsten.